Zusammen gegen Rassismus. Darum geht es aktuell bei einer Ausstellung im Internationalen Zentrum Duisburg. Anlass war der Beginn der internationalen Wochen gegen Rassismus. Und die Plakate stammen aus den Federn junger Duisburgerinnen und Duisburger. Die Plakate sind von Schülern und Schülerinnen gemacht worden, des Friedrich-Albert-Lange-Berufskollegs in Duisburg. Und der Aufhänger war eben das Motto der internationalen Wochen, misch dich ein. Und die Schüler haben sich mit großem Feuereifer dann daran begeben und die verschiedenen Facetten dieses Themas auch dann ausgestaltet. Im Rahmen des Projektes haben sich die Schülerinnen und Schüler mit verschiedenen Formen der Diskriminierung und Ausgrenzung beschäftigt. Von Rassismus über Frauenfeindlichkeit bis hin zu Fake News. Die Vielfalt der Themen ist groß und sie beschäftigen die jungen Menschen. Deshalb sei laut Julia Rombeck die Aufklärung über Rassismus und Diskriminierung besonders wichtig. Ja, in der Schule wird die Gesellschaft von morgen gebildet. Und wo soll man anfangen? Man könnte eigentlich in der Kita auch schon anfangen. Es gibt das Projekt Schule ohne Rassismus zum Beispiel auch in Grundschulen. Und von daher, da ist die beste Basis, um die Gesellschaft zu verändern. Und das dürfte besonders aktuell wichtig sein. Denn durch die andauernden Krisen, wie zum Beispiel den Krieg in der Ukraine und die Flüchtlingsbewegung, können neue Ressentiments entstehen. Vorurteile, die dann wiederum durch Fake News verstärkt werden können. Keine einfache Zeit, auch für junge Menschen. Ja, die Neuigkeit liegt vor allen Dingen darin, dass die Krisen nicht aufhören, dass die Jugend heutzutage nicht mehr in einem Gefühl aufwächst, alles ist möglich, unsere Zukunft ist friedvoll und sicher, sondern das setzt auch Mechanismen der Verängstigung in Gang, die dann natürlich durch Fake News und so befeuert werden. Deswegen die Zeiten des Unbesorgtseins sind irgendwie vorbei und deswegen steht diese Jugend, diese Generation vor einer besonderen Herausforderung jetzt im Moment durch die vielen Krisen. Aber auch wenn die Zeiten nicht leicht sind, die Schülerinnen und Schüler beziehen mit den Plakaten klar Stellung. Sie mischen sich ein, ganz getreu dem diesjährigen Motto der Internationalen Wochen gegen Rassismus. Und um sich einzumischen, reichen auch schon kleine Dinge, findet Julia Rombeck. Im Alltag, man muss nicht eine große Demo organisieren, man kann einfach schon den Klassenkamerad oder den Mitschüler, die Mitschülerin schützen, wenn der angegriffen wird, durch einen homophoben Kommentar, durch einen antisemitischen Kommentar. Man kann einfach dann schon sagen, hey, stopp, das ist nicht in Ordnung, was du gesagt hast. Man muss gar nicht den großen Wurf wagen und die ganze Welt aus den Angeln heben. Das Kleine im Alltag, das ist schon sehr entscheidend. Und darum wird es auch in den kommenden Wochen gehen, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt und sich einzumischen gegen Rassismus und Diskriminierung. Und diese Ausstellung ist nur eine von ganz vielen unterschiedlichen Aktionen zu den Internationalen Wochen gegen Rassismus hier in Duisburg. Und der zweite im Organisatorenteam, der kann uns jetzt alles dazu erzählen, was es alles für Aktionen gibt, was die Ziele sind, was man dabei auch lernen und mitnehmen kann. Und das ist Benjamin Wilde. Schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Freut mich, hier zu sein. Ja, freut mich auch. Herr Wilde, was sagen Sie denn den Leuten, die meinen, solche Aktionstage und so, das braucht es heutzutage eigentlich gar nicht? Ja, dem kann ich an für sich entgegnen. Das, was ich so in meiner alltäglichen Arbeit erfahre, zeigt immer wieder, dass wir es doch brauchen. Also Duisburg ist eine sehr, sehr bunte Stadt und hat mittlerweile knapp 160 verschiedene Nationen hier. Und da kommen solche Situationen tagtäglich vor, oft vielleicht auch unbewusst, aber eben leider ganz oft auch bewusst. Und gerade da sagen wir eben jetzt mit den internationalen Wochen, die ja bundesweit stattfinden, da sind wir natürlich auch dabei und möchten das auch nochmal in den Vordergrund stellen und auf der einen Seite aufzeigen, wo findet Rassismus überall statt. Manchmal merkt man es ja selber nicht. Das zeigen wir nochmal deutlich und auf der anderen Seite bieten wir aber auch den Betroffenen die Möglichkeit, sich mal zu zeigen und Informationen zu holen, dass die eben dann auch erfahren, wo gibt es Anlaufstellen, wo kann ich mich erkundigen, wo wird mir geholfen. Und wie sieht das Ganze dann aus? Bis zum 2. April gehen die Aktionstage ja? Genau, in diesem Jahr gehen sie eben vom 20.03. bis 2.04. Und wir haben stadtweit jede Menge Veranstaltungen und da sind ganz viele Vereine, Organisationen, Selbsthilfegruppen, kirchliche und freie Träger, aber auch die Jugendzentren der Stadt Duisburg dabei und bieten eben im Rahmen dieser internationalen Wochen gegen Rassismus ein wirklich buntes Programm, was dann auch Erwachsene anspricht, aber eben auch Kinder. Und das hat eine große Breite von spielerischen Angeboten über Podiumsdiskussionen, Filmvorführungen,
kleine Theaterstücke, Workshops, Bastelangebote. Also ein richtig buntes, großes Programm in der ganzen Stadt. Selbst die Stadtbibliothek ist dabei an 3 Standorten und auch am Samstag, am Aktionstag. Und da ist sicherlich für jeden was dabei. Ja, und das ist auf jeden Fall sehr, sehr breit aufgestellt. Das kann man auch sehen auf der Homepage www.iwgrdu.de. Kann man sich alles nochmal ansehen. Lassen Sie uns über die Motivation sprechen, die dahinter steckt. Also was motiviert Sie, diese Aktionswochen zu planen? Was erhoffen Sie sich auch für Effekte? Für wen ist das geeignet? Was soll da gelernt werden? Also es ist natürlich ganz wichtig, immer darauf aufmerksam zu machen, in welcher Gesellschaft wir leben, dass wir eben noch nicht die ideale Gesellschaft haben, wo jeder jeden mag und alle miteinander zufrieden sind. Und es gibt eben immer wieder Situationen, wo man sich denkt, okay, wir sind im 21. Jahrhundert angekommen, wir leben seit Jahrzehnten alle zusammen. Wir haben sehr, sehr viele Menschen in Duisburg leben, die einfach auch hier geboren sind, noch nie woanders gewesen sind, keine andere Sprache sprechen, nur aufgrund ihrer äußerlichen Erscheinung dann eben diskriminiert werden. Und da möchten wir eben aufmerksam machen, dass das eigentlich nicht mehr up-to-date ist. Und da möchten wir eben dann auf der einen Seite Hilfestellungen bieten, auf der anderen Seite aber eben auch nochmal verdeutlichen, welche Möglichkeiten es alle gibt. Also zum einen für die Betroffenen, zum anderen aber auch für die, die halt irgendwo denken, okay, vielleicht bin ich da rassistisch, merk's aber selber nicht. Und wenn die dann sagen, ja, das stört mich, da will ich was gegen tun. Auch dafür gibt's Workshops und Angebote, um dann quasi auch an sich selber zu arbeiten. Mhm. Also genau diesen Alltagsrassismus, den Begriff hört man ja auch immer wieder, dass man da ein bisschen gegenwirken kann. Vielleicht daran kurz angeknüpft, wie das ist dann für Leute, die das bei sich selber erkennen, okay, vielleicht habe ich da ein Problem, unterbewusst habe ich diese Strukturen vielleicht im Kopf. Das trifft ja nicht unbedingt für alle zu, die das so merken. Woran kann man denn diesen Alltagsrassismus erkennen? Also wie äußert er sich, was hat das für Auswirkungen? Also auf der betroffenen Seite sind das natürlich immer die Menschen, die sich dann ausgegrenzt fühlen, ne? Aufgrund ihrer Erscheinung. Das fängt schon damit an, dass sie vielleicht morgens in der Straßenbahn schräg angeguckt werden oder sogar beleidigt werden oder nicht mitfahren dürfen, weil andere eben sagen, nein, mit deiner Hautfarbe kommst du hier nicht rein. Das geht aber eben auch weiter mit Perspektiven im Job und die berichten dann eben auch, dass sie quasi allein aufgrund ihres Aussehens schon in eine Schublade geschoben werden, in die sie aber in keiner Weise reinpassen. Und das ist eben bei vielen vielleicht auch der erste Eindruck, wo sie dann merken, okay, wenn ich mich mit diesen Menschen mal näher auseinandersetze, mal unterhalte, merke ich, alle meine Vorurteile und alles, was ich irgendwie hatte oder war total überflüssig. Und das sind aber eben Lernprozesse, die ihre Zeit brauchen und eben auch gewisse Konfrontationen in geschützten Räumen dann auch brauchen. Und sowas bieten wir eben auch an. Genau. Im ganzen Stadtgebiet. Sowas bietet sich auch zum Beispiel diesen Samstag an. Da gibt es eine Aktion vor dem Forum. Was passiert denn da genau? Am Samstag werden sich 27 verschiedene Vereine, Organisationen vor dem Forum treffen. Dann wird es ein buntes Programm von 12 bis 17 Uhr geben. Und die bieten dort eben ganz viele verschiedene Sachen. Also da ist zum Beispiel BDKJ, die basteln halt mit den Kindern. Dann ist da ganz groß der Stadtsportbund mit Pink gegen Rassismus. Dazu passt auch dieses T-Shirt heute hier. Das stammt daher. Die bieten dann eben Möglichkeiten an, wie man sich im Sport weiterbilden kann, wie man im Sport miteinander arbeiten kann, egal welcher Nation, Hautfarbe, Sprache etc. Wir haben politische Gremien dort vor Ort, wie eben Fraktionen aus dem Integrationsrat. Wir haben das KI natürlich, wir selber als Veranstalter sind mit einem Informationsstand über unsere Arbeit eben auch dabei. Haben neben uns dann noch das Jugendamt, das ja auch stellvertretend dann für die
16 verschiedenen städtischen Jugendzentren dort ist. Auch diese 16 Jugendzentren haben ein großes, buntes Programm in den 2 Wochen zusammengestellt, was auch auf der Webseite zu finden ist. Dann, ja, das ist, wir haben viel. Wir haben auch ein kulturelles Programm. Wir haben Tanzeinlagen. Wir hoffen, das Wetter passt. Ich habe einen Antrag auf gutes Wetter gestellt, aber bisher keine Antwort erhalten. Wir hoffen einfach, dass der Wettergott uns gnädig ist. Aber ich sag mal, im letzten Jahr war es sehr gut besucht, sehr voll, sehr informativ, mit vielen Angeboten. Ich gehe davon aus, wenn das Wetter mitspielt, wird das in diesem Jahr genauso sein. Wir haben alleine 6 Schulen, die teilnehmen am Aktionstag, aber eben auch drumherum viel Informationen bieten und sich intensiv mit dieser Thematik auseinandersetzen. Also sehr, sehr viele Angebote, auch sehr niedrigschwellig. Vor dem Forum ist die Aktion. Es gibt auch Filmvorstellungen. Marxloland hatten wir auch schon mal in der Sendung besprochen. Bei der Polizei gibt es eine Podiumdiskussion. Ist wirklich sehr breit gefächert, kann man sich alles ansehen. Und sind auf jeden Fall sehr interessante Themen. Bis zum 2. April, wie gesagt, gehen die internationalen Wochen gegen Rassismus in Duisburg. Herr Wilde, ganz lieben Dank für die Einblicke. Ja, sehr gern. Hat mich gefreut. Ich komme gerne wieder.